Hallo zusammen und willkommen bei Zelum, dem Content Hub für SAP Customer Experience. Heutzutage dreht sich alles um herausragende Kundenerlebnisse und diese basieren ganz häufig auf überragendem Content. Und das ist genau das Thema, was Zelum bei den SAP C4 Clouds ergänzt, nämlich ein starkes Digital Asset Management, um diese Content Experience da reinzubekommen. Warum SAP und Zelum? Ganz einfach, es funktioniert. Wir arbeiten sehr erfolgreich seit über 12 Jahren zusammen. Wir haben eine große gemeinsame Ökosphäre an Partnern, beispielsweise Implementierungspartnern, dass ihr Projekt aus einer Hand bekommen und die über 100 erfolgreichen Referenzen sprechen für sich. Unternehmen, die gemeinsam SAP Cloud und Zelum Digital Asset Management in Kombination einsetzen. Da haben wir auch gute Referenz-Stories. Es funktioniert, man kann letztlich klein starten und dann groß weitermachen. Wir sagen immer, wir helfen Ihnen, dass Sie Ihre Product-Stories besser erzählen können, Stichwort Content-Marketing, Stichwort Storytelling, aber auch, wie Sie wirklich effizient rund um Content zusammenarbeiten. Wie machen wir das? Indem wir Content und auch die Zusammenarbeit rund um Content zusammenführen in unserer Content Collaboration Cloud. Ein starkes Digital Asset Management, das den gesamten Content-Lebenszyklus ganzheitlich mit abdeckt. Was sind die typischen Use Cases dafür? Erstens mal, dass Sie Ihre Silos abbauen können, rund um Content, rund um Assets in einer Single Source zusammenführen. Der Umgang mit großen Dateien allgemein wird vereinfacht. Jeder kennt es, mal schnell große Inhalte teilen mit einem sicheren Link, übernehmen wir gleich mit. Genauso die Bereitstellung von Inhalten an bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel Außendienst, Vertrieb und so weiter oder auch externe. Und die Zusammenarbeit, agil zusammenarbeiten in Projekten, in Kampagnen, genauso wie die smarte Integration in jede Art von Lösung, SAP allen voran natürlich, aber auch beispielsweise Content-Management-Systeme, Social Media und so weiter und so fort. Genauso wie die Content-Delivery, Content hoch verfügbar machen, beispielsweise ein Video für Streaming, aber genauso müssen die Rechte sichergestellt werden, Copyrights, aber alles rund um DSGVO, dass sie langfristig wirklich von einem zentralen Content-Hub echtes Best-of-Breed betreiben können. Ich bin so ein visueller Typ, deswegen zeige ich Ihnen einfach auch mal, wie das Ganze aussieht. Bei uns steht User Experience über allem, deswegen schauen wir uns das Ganze auch gleich an einem Kundensystem an. Ein gemeinsamer Kunde, Scott Sports, nutzt seit vielen Jahren SAP CX gemeinsam mit Zelum. Man könnte beispielsweise hier in so einem Dashboard einsteigen, wo vielleicht gleich die relevanten Inhalte für den Power-User hier gebündelt sind und dann einfach direkt in die Assets eintauchen. Ich sehe sofort ohne einen Klick, was ist mit den Assets los. Zum Beispiel das hier ist verwendet im WordPress-Blog. Manche mögen auch noch so eine Navigationsstruktur, dass man sich hier durchklicken kann. Andere arbeiten hier einfach mit einer modernen Suche, dass ich Google-like einfach was eintippe. Ich komme schnell zu den Assets oder zu den jeweiligen Strukturen hin, beziehungsweise kann über eine erweiterte Suche dann auch richtig tief einsteigen. Für die Power-User ziemlich nett ist auch, dass man einfach beliebig viele Filter hier einfach sich gleich einblenden kann. Ich blende jetzt mal ein paar ein und kann jetzt einfach nach Status zum Beispiel mir nur die gewünschten Assets anzeigen lassen. Ja, geht schnell und es geht ja einfach auch um Effizienz dabei. Ja. Natürlich kann man auch ein bisschen mehr Metadaten anzeigen, dass ich, wenn ich irgendwo draufklicke, gleich schon die ersten Metadaten sehe, beziehungsweise jetzt tauchen wir vielleicht auch mal gleich richtig tief ein in das ganze Thema. Ja, ich sehe dann hier beispielsweise dann sofort gibt es unterschiedliche Versionen, das decken wir natürlich genauso mit ab, wie das ganze Thema Formatvielfalt und Conversion. Wenn wir jetzt in die Metadaten reinschauen, das sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wie was es hier für Asset-Typen gibt, was es für Metadaten gibt, die dahinter liegen. Natürlich arbeiten wir auch mit künstlicher Intelligenz beim Tagging, genauso wie zum Beispiel in der DSGVO-konformen Gesichtserkennung. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten zu automatisieren und Zeit zu sparen. Man kann sich hier auch schön ähnliche Assets anzeigen lassen, auch über eine AI. Also da kann man viele Effizienzen oder Synergien einfach nutzen im Unternehmen.
Die Kreativen können komplett in ihren Lösungen bleiben, hier zum Beispiel InDesign, aber auch die ganze Creative Cloud wird unterstützt. Man kann die fertigen InDesign-Dokumente dann auch in Xelum hochladen. Jeder sieht die dann, nicht nur die User mit der teuren Adobe-Lizenz, sondern jeder sieht die mit den entsprechenden Metadaten und ich sehe, welche Assets sind da drin verwendet. Also die Verbindung wird automatisch angelegt, ohne dass jemand noch extra was machen muss. Ja, so viel zum Content Hub selbst, der sicherlich das Herzstück unserer Lösung ist. Ich hatte vorhin auch das Thema Collaboration angesprochen. Da geht es in die Ziel um Workrooms, virtuelle Einheiten, wo ich zusammenarbeiten kann, zum Beispiel hier an dem Marketingprojekt. Ich sehe gleich, um was geht's hier. Ich sehe letztlich die ganzen Tasks und Themen in einer agilen Ansicht, kann darauf runter priorisieren. Alle Dateien sind da entsprechend drin schon vorhanden, die Teil dieses Projektes sind, aber hier geht es weniger um Struktur und Tagging. Hier geht es vielmehr um, ja, dass ich einfach mal schnell irgendwas annotieren kann, schnell Kommentare hinterlassen kann. Einfach wirklich Zusammenarbeit, so wie es einfach tagtäglich vorkommt, intern, aber vielleicht auch mit Agenturen. Ja, und alle Aufgaben, die daraus entstehen, die sehe ich in so einer agilen Ansicht. Gleichzeitig ganz nett, dass auch alle Assets der Projekte, wo sie Teil von sind, schon schön auf ihrem Desktop synchronisiert sind. Also wenn sie einen Task auf ein großes Video bekommen, dann haben sie schon, müssen es nicht extra runterladen, spart auch wieder Zeit. Und ich muss auch nicht immer alles agil ablaufen lassen. Man hat auch die Möglichkeit hier Prozesse zu definieren in einer agilen Art und Weise mit einem schönen visuellen Workflow-Editor. Nette Sache. Und sie haben letztlich einfach wirklich den Überblick über verschiedene Kampagnen und Projekte. Alle Tasks werden übergreifend angezeigt und das hilft einfach wirklich, ja, effizient zu sein, agil zu sein rund um Content und Projekte. Aber wie steht es um das Thema Integration, insbesondere in SAP? Grundsätzlich alles ist komplett nahtlos. Die User merken überhaupt nicht, dass ein System dahinter liegt. Es gibt Standardintegrationen, insbesondere beispielsweise in die Commerce Cloud, Marketing Cloud. Aber wir können alle Arten von Systemen hier integrieren. Schauen wir uns doch einfach mal die Marketing Cloud an. Wie sieht es damit aus? Klassischer Use Case. Ich will hier einen Newsletter schreiben und es ist ein Bild zum Austauschen. Was mache ich? Normalerweise würde ich woanders hingehen, eine andere Lösung, mir das richtige Bild raussuchen, in der richtigen Auflösung runterladen. Was ich aber hier nur machen muss, ist, ich gehe einfach über die native Suche, tippe meinen Suchbegriff ein und suche dann letztlich das gewünschte Asset einfach aus. Dass die Bilder hier im Hintergrund aus Xelum geladen werden, bekommt der User überhaupt nicht mit. Der muss sich einfach nur das richtige Asset aussuchen, kann sich in dem Fall jetzt sogar noch eine entsprechende Rendition aussuchen. Könnte man aber auch fest definieren und fügt es ein. Fertig. Ja, also für den war es der kürzeste Weg zum Erfolg. Er hat einfach die native Suche genutzt. Wenn diese E-Mail jetzt verschickt wird, dann weiß das Asset auch sofort, ich bin in Verwendung in SAP. Ja, also dieser 360-Grad-Überblick, der findet immer wieder zurück zum jeweiligen Asset. Ähnlich sieht es bei der Commerce Cloud aus. Stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt hier einfach einen Shop, da ist ein Produkt drin und da fehlt einfach noch ein Bild. Sie wissen, es verkauft sich einfach besser, wenn ein Bild dabei ist. Deswegen, gesetzt den Fall, dass noch gar kein Asset da wäre, könnte ich es einfach ins Xelum-System einfach per Drag and Drop reinziehen. Ein Drag and Drop, super schnell. Und Sie sehen dann hier auch gleich, manche Produkte, die wissen, ich gehöre schon zu einem Produkt, nicht zu das Neue. Es könnte jetzt mit einem Drag and Drop auch schon erledigt sein, dass anhand der Artikelnummer sich das automatisch zuweist, aber ich zeige jetzt einfach mal, wie das manuell aussieht von der Integration. Überall, wo Sie dieses kleine C sehen, habe ich die Möglichkeit, Assets hinzuzufügen. Ebenso wie bei der Marketing Cloud. Ich muss nicht das System verlassen. Ich tippe einfach jetzt in dem Fall eine Artikelnummer ein. Die Ergebnisse, die dargestellt werden, laden direkt aus Xelum. Das Einzige, was ich machen muss, ich füge es aus, ich wähle es aus, ich füge es ein und es war schon. Ja, automatisch wird es dann letztlich angehängt zum neuen Produkt in verschiedenen Auflösungen und so weiter. Die Verbindung wird hergestellt. Ich habe das Asset entsprechend dann schön auf meiner Website und werde den Artikel jetzt mehr verkaufen. Und dieses Bild weiß dann auch sofort, ich bin in Verwendung bei einem Produkt. Ja. Das Ganze funktioniert auch für Smart Edit, also wenn Sie die neuesten Lösungen einsetzen mit der Spartacus Storefront, gleiches Prinzip, man könnte hier zum Beispiel noch sowas einbauen, wie dass ich es erst verfügbar machen muss für SAP Commerce Cloud, ist aber optional, man könnte es einfach so direkt über die Oberfläche
einfügen, ja, dass sie einfach die Power-User sparen sich die Zeit, die bleiben einfach direkt in den Oberflächen, wo sie stark sind, müssen dann letztlich dann die Webmanager oder auch die Product Manager, die müssen gar nicht mehr raus. Es wird in allen entsprechenden Auflösungen, die hier benötigt sind, eingefügt und ich spare mir die Zeit. Ja, also dieses nahtlose Arbeiten ist das Prinzip der kompletten Lösung. Und ja, sie haben immer Top Customer Experiences auf den jeweiligen Seiten, auf ihren jeweiligen Frontends. Natürlich unterstützen wir auch das vielleicht nur als technologischer Hinweis, auch das neueste SAP Integration Framework mit dem Namen Kyma. Es arbeitet mit Kubernetes, also wir arbeiten auch mit Microservices, sind komplett vom Produkt her API-driven. Das vielleicht an dieser Stelle, alles in Zelum ist komplett dokumentiert, standardisiert und da werden Sie viel Freude mit haben. Ja. There's one more thing, hat mal einer gesagt und deswegen möchte ich Ihnen ganz kurz noch den Zelum Marktplatz zeigen. Mit Zugriffsmöglichkeit auf alle verschiedenen Konnektoren, beispielsweise im CMS-Bereich, Social Media Management, haben Sie immer die Möglichkeit, gemäß Best of Breed sich wirklich die beste Lösung auszusuchen. Ja, das ist Zelum, Digital Asset Management, bestehend aus dem Content Hub als Herzstück der Lösung, agile Zusammenarbeit in Workrooms, die Möglichkeit, portalisiert und mit Konnektoren Content zu sharen und zu teilen und das ganze Thema Sync and Share. Wir nennen das Ganze Content Collaboration Cloud und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das Thema als spannend empfinden. Wenn Sie mehr wissen wollen, hier noch ein paar Informationen zu Zelum selbst. Zelum gibt es seit über 20 Jahren. Wir sind einer der innovativen und führenden Unternehmen in diesem Digital Asset Management Markt. Wir gehen auf 1000 Kunden zu in 40 Ländern. Also ja, europäischer Footprint und die ganze Softwareentwicklung findet auch in Österreich statt. Linz ist unser Headquarter und Wien sitzen auch agile Teams. Wir sind 120 Leute, haben keinerlei Fremdkapital in der Company, also sind solide aufgestellt und finanziert, wachsen trotzdem stark und ja, massives Investment in Forschung und Entwicklung. Wir wollen einfach immer einen Schritt vorn dran sein für Sie. Kurzen Blick auf einige unserer Kunden und Sie sehen schon, wir haben Top-Referenzen aus eigentlich allen Branchen. Wenn Sie ja da weitere Infos gern hätten oder vielleicht auch mal eine Success Story sich anschauen möchten, schauen Sie gerne bei uns auf die Website. Da kann man sich einiges anschauen, runterladen. Wir machen auch sehr gerne eine persönliche Demo für Sie. Und in diesem Sinn würde ich mich wünschen, wenn Sie das Beste aus beiden Welten kombinieren, SAP und Zelum, schreiben Sie uns eine E-Mail und ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.